Carmen Manella. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann dir also zeigen, wie die Ravello diese schöne Stadt zugrunde gerichtet hat. Und schmieden ein neues Schritt, das unsere Armee. Wirf diese Statuen um, Rico. Ich mochte den Kerl nie. Schick Verstärkung! Rufe Schickung, schnell! Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Stationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Kein Problem. Hallo, Rico. Willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manella zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Psychiatrischer Gutachter wollte mir keine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Ich habe ihm erklärt, dass es mir nicht an moralischer Verantwortung mangelt. Ich bin lediglich mit seiner Moralität bzw. Mortalität nicht einverstanden. So beginnt meine militärische Laufbahn. Das Schachbrett steht bereit und lockt mit der Aussicht auf den ultimativen Sieg. Stationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravellos-Schläger. Brutal und dumm. Thank you.
Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Das war's. Ich hisse die Flagge. Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Find er selbst raus. Okay. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garage zu finden. Hopp, hopp. Ich das dann alles? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Aber warum brauchst du diesen Roller? Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen
Runde raus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Und er landet genau bei den Signalleuchten? Sicher, das ist Dimas Werk. Uralte Technik. Sie sorgt dafür, dass alle meine Garagen sie haben. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Darauf kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Das Ding sieht tödlich aus. Was macht das Ding hier? Rico, du musst die Provinz Vaya befreien. Um die Provinz Vaya zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Vis Electra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest. Rico, ist ab jetzt lieferbereit. Ein Wort genügt. Was ist das denn für ein Ding? Ein Seil? Okay, wir können.
können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern.